willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir die verrücktesten Haartransformationen auf TikTok. Wir haben so eine kleine jährliche Tradition, dass ich Haartransformationsvideos mache. Keine Ahnung, wie das angefangen hat. Heute ist es, glaube ich, das erste Mal, dass wir die TikTok-Theme-Dinger haben. Also macht mit der Info, was ihr wollt. Jedenfalls bin ich sehr gespannt, was wir heute so haben. Ob es die Vorjahrsdinger übertrumpft oder nicht. Wenn ihr neu hier seid und es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Kanal hier unten und drückt die kleine Glocke. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und let's go. Okidoki, numero uno. Wir haben hier das Mädel. Sie hat vorher so rote... Oh, das ist hübsch. Okay, viel ist natürlich auch durchs Make-up, right? Viel sind diese TikTok-Transformationen. Ich fühle mich gerade sehr nicht gemake-upt im Vergleich zu der Lady hier. Das sieht sick aus. Okay. Gutes Make-up. Gute Haare. Sehr, sehr, sehr cleane Haare. Sieht ein bisschen aus wie eine Perücke, to be honest. Okay, nächste wild. Übrigens, ich habe mal versucht, mir dunkle Haare zu machen, weil ich gedacht habe, also nicht wirklich, ich habe mir eine Perücke gekauft. Hier, ich habe mir eine Perücke gekauft von dunklen Haaren, weil ich gedacht habe, das wäre vielleicht ganz cool, dann könnte ich auch mal dunkle Haare haben und nicht immer nur die blonden. Auf jeden Fall sehe ich sehr, sehr tot aus damit. Meine Haut ist zu hell oder was auch immer, jedenfalls der Kontrast stimmt nicht. Jedenfalls braune Haare, dunkle Haare, also ihr werdet es niemals, niemals, niemals sehen, außer es ist die Perücke. In dem Fall schreibt es mal in die Kommentare, wenn es euch interessiert, aber ich sage es euch ganz ehrlich, kein Fan. Aber ihr seht sehr gut aus, also kann ich mich hier wirklich gar nicht beklagen. Nächster. Okay, wir haben hier rot-lila. Wir färben um. Aber auf was färben wir um? Oh, das sieht so viel besser aus mit schwarz. Okay, rausgewachsenes Pink und ausgewaschenes Pink. Okay, sie sagt, sie möchte blond. Oh, das ist kein Blond. Das ist kein Blond. Das ist schwarz. Okay, blau, blau, blau. Aber es ist nur eine Strähne. Eine Strähne ist nicht so offensiv. Oh, das sieht super gut aus. Okay. Das Ding ist, ich habe das Gefühl, viel ist natürlich aber auch, wie die Haare gestylt sind. Weil vorher sind die halt so ein bisschen einfach frisch aus dem Bett aufgestanden, wuschelig. Und dann sind die gestylt und sehen richtig sick aus. Und dann ist gefühlt egal, was die Farbe ist, die sie dann gemacht haben. Und ist so, oh mein Gott, das sieht so gut aus. Okay. Orange und kurz. Orange und kurz, orange und kurz. Was wirst du tun? Okay, okay, okay. Lass uns raten. Ich krieg blonde Vibes. Hä? Du hast dir nur eine andere Frisur gemacht, Lady. Ich glaube, das ist ein Tutorial dafür, wie ich mir Locken mache. Oh, das habe ich die ganze Zeit auf TikTok gesehen. TikTok ist überzeugt davon, dass ich lockige Haare habe, weil die halt super lockig sind, wenn ich aus der Dusche komme. Aber ich bin mein Leben lang bin ich ein Haarglätter gewesen. Ich hatte als Kind hatte ich glatte Haare und die bleiben auch glatt. So war ich hier sitze. Es ist mir egal, wie lockig mein Naturhaar ist. Es ist wirklich, es ist ungefähr auf dem Level von dem, was die Lady in dem Video hat. Aber ich... mit meinem Glätteisen. Wir sind beste Freunde. Keiner kann uns trennen. Ich habe das Gefühl, Naturlocken sehen auch so gut aus teilweise an vielen Leuten. Aber mir steht es einfach nicht. Das ist kein Look für mich. Ich habe das Gefühl, die sieht man auch viel. Diese Cuts mit vorne ist es kurz. Und dann sind die auf einmal dahinter lang. Sagen, ich bin da nicht ganz warm geworden mit. An ihr sieht es gar nicht mal so schlecht aus, überraschenderweise. Aber nein, 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 nein. Tut mir leid. Das ist ein No für mich. Okay. Sie hat irgendwelche Referenzen aus Anime. Okay, das sah gar nicht schlecht aus, das letzte mit dem mit dem Pferdeschwanz. Okay. Was macht sie? Sie macht sich Extensions rein. Okay. Wilder Pferdeschwanz. Oh, und sie flechtet das einfach. Okay. Okay, sieht realistisch aus. Zeig uns von hinten. Ach, nee, zeigen sie es von hinten. Okay. Ich muss sagen, ich glaube, das Rot ist nicht ihre Farbe. Also, ich habe das Gefühl, das davor ist einfach nicht gestylt. Aber da sieht ihr Hautton sehr viel gesünder aus mit. Und mit dem Rot sieht sie ein bisschen... Also außer, dass es der Look, für den sie geht, aber es ist ein bisschen... Okay, wir machen das Gleiche. Wir machen hier alles sleeked back und einen Zopf rein. Ich habe das Gefühl, das kann man nur... Ich mach das immer, wenn ich meine Haare öle, bevor ich die dusche. Und dann sehen die eh immer so aus und dann sind die voller Öl. Und dann bin ich auch so, okay, alles zurück. Pferdeschwanz-Hack haben wir jetzt. Wir haben hier richtig Versatility, okay? Wir haben nicht nur Haartransformationen von der Farbe, wir haben auch... einfach Style-Sachen. Das ist ein richtiger schlechter Hack, möchte ich nur mal sagen. Kein Hate an, wer auch immer das Video gemacht hat. Aus dem Winkel sieht es okay aus, aber von der Seite sieht es so komisch aus, weil dann deine unteren Haare einfach noch einen Pferdeschwanz bilden. Ich glaube, man kann die irgendwie joinen, dann sieht es besser aus, aber so, Oh, das sieht sick aus. What? Oh, es ist grün und rot. Sick.
Das hat ein bisschen was von so Papageienhaaren. Oh, das sieht richtig cool aus. Boah, das... Bange. Vor allem, das sieht von oben so normal aus. Du kannst deine Haare so drüber stylen. Oh, ich wäre curious gewesen, wie es von vorne aussieht, ob man da die Strähnen durchsieht. Okay, wir haben hier die Farbe. Alles ist rot. Aber macht sie es rot? Oh, sie macht's. Warte. Okay, das ist gar nicht schlecht. Oh mein Gott! Nein, mach's nicht weg! Das ist so eine hübsche Farbe. Okay. Ich werde es ganz ehrlich sagen, das erinnert mich sehr an die Farben in Easy's Roblox Outfit. Das sind original mit dem Gelb und dem Pink und dem Blau. Das ist das Outfit. Okay, ich habe mal gehört, weil ich habe auch oft bunte Haare gehabt, right? Und ich habe auch versucht, die Farbe rauszukriegen. Und von dem, was ich damals gegoogelt habe, ist es wirklich, wirklich nicht gut, wenn du da Bleach drüber machst, über deine Haare, weil aus irgendeinem Grund das dann teilweise die Pigmente reinbrennen kann oder sowas. Vor allem mit Blau. Also jedenfalls war es bei mir dann auch so und dann ist das Blau ewig nicht rausgegangen. Okay, sie sagt, Blau ist schwer rauszukriegen. Und wir haben jetzt unsere letzte Sektion. Das Pink sieht hübsch aus. Ja, es wird halt alles grün. Okay, seht ihr? Das ist, was ich meine. Das funktioniert nämlich nicht, weil du kriegst kein Blau raus mit Bleichmittel. Die Pink und sowas, die kriegst du raus. Das ist kein Problem. Aber Blau ist hartnäckig. Oh, okay, sie versucht es nochmal. Jetzt macht sie ihre Ansätze. Sie geht nochmal übers Blau. So macht man sich die Haare kaputt. So fryt man seine ganzen Haare tot. Seht ihr, das klappt nämlich nicht. So fängt's an. Sie hat jetzt 2 Runden Bleach draufgeknallt. Für wer weiß wie lange. Und es ist im Endeffekt nichts passiert. Die Farbe ist nicht rausgegangen. Die hätte sich rausgewaschen nach einer Zeit. Und dann wäre es okay gewesen. Aber jetzt sind die Haare richtig dead. Und wenn sie das nochmal macht, weil das wird sie nochmal machen, weil sie wird drüber färben. Und dann wird sie es nochmal raus. Und irgendwann sind die fried off, die Dinger. Machen wir einfach neues Blau. Sehr blaues Blau. Das ist davor wahrscheinlich das gleiche Blau gewesen und es hat sich dann rausgewaschen, nehme ich an. Und jetzt fresht sie es ab. Oder sie macht nur eine Sektion. Honestly, ich sag eine Sektion sähe wahrscheinlich gar nicht schlecht aus. Dann hast du so ein bisschen den Kontrast. Macht sie Split Dye? Nee, sie macht die andere Seite auch noch. Okay. Das arme T-Shirt. Okay, okay. Sehr Meerjungfrauen-Vibes, auch mit den Locken. Ich sehe einfach sehr, macht da noch so einen Schwanz dran und so ein Meerjungfrauen-Top. Bam. Auch mit ihrem Septum. Sieht sick aus, sieht richtig gut aus. Okay. Braune Haare, Pony. Das wird blondiert. Dann wird's Gesträhnchen, dann wird's weiter blondiert. Oh, grün. Oh. Es sieht nicht schlecht aus, aber sieht's gut aus. Ich habe das Gefühl, du kannst dir auch einfach Extensions kaufen und reinmachen und dann hast du nicht deine Haare so kaputt gemacht. Und dann hast du auch grün und wenn du es nicht mehr magst, machst du es raus. Dann hast du nicht diese random hellen Strähnen. Okay, okay. Hat ein bisschen was von so einer Monster-High-Puppe. Okay, braun und blond. Und ihre Freundin auch. Okay, cute. Cute, mit den 2 Strähnen vorne. Ist aber sehr TikTok-Haare mit den 2 blonden Strähnen vorne. Okay, sie macht blond und pink. Oh mein Gott, das ist so hübsch. Oh mein Gott, will ich das auch? Könnt ihr mal bitte eine Abstimmung starten? Soll ich mir so blonde, so pinke Strähnen reinmachen? Das sieht ja richtig cute aus, oder? Oh, das ist richtig hübsch. Oh, ich finde das richtig hübsch. Sieht so gesund aus im Vergleich zu mir. Ich sehe aus, als hätte ich eine Grippe. Ich bin voll gesund. Oh, ich bin so neidisch. Okay, die hat aber hübsche Haare. Schön lang, schön schwarz. Okay, es wird geolaplext und ich glaube, sie stylt sie. Ich glaube, sie färbt nichts um. Ich glaube, sie macht nur ihre Leave-In-Produkte rein, bevor sie die Haare stylt. Okay, wir blowdryen, alles klar. Ein Prozess, mit dem ich auch noch nicht ganz warm bin, aber ich gebe mein Bestes. Okay, wir machen Locken. Das wird richtig hübsch. Oh mein Gott, das wird richtig hübsch. Okay, pretty. Die sehen auch richtig gesund und richtig shiny aus. Ah, oh, es ist so pretty. Mit den grünen Augen auch, mit dem grünen Pulli. Sieht richtig sick aus. Okay, wir haben wieder die 2-farbigen Haare mit dem Pink, mit dem Blond drunter, wollte ich sagen. Okay, lila. Okay. Lila steht hier sehr gut. Die DIY-Dinger können halt in beide Richtungen gehen. Also es kann richtig, richtig, richtig kacke werden. Aber es kann auch sehr gut werden. Und ich meine, spaß dir viel Geld. Ich bin fellow DIY-Haarmensch. Let's go. Okay. Oh, okay. Bisschen patchy, aber abgesehen davon. Okay, sie schneidet ihre Haare. Ich glaube, das ist der erste Haarschnitt, den wir hatten. Wir machen Curtain Bangs. Cooler Glitzerfilter auf jeden Fall. Ich habe auch mal versucht, mir Curtain Bangs zu schneiden. Ich weiß nicht, ob man die Überreste davon, ob man die sieht. Das hat nicht so gut geklappt. Irgendwie sind die auch einfach sehr tot, meine Haare hier vorn.
die Disziplin von manchen. Ich habe als Kind, habe ich mich terrorisiert. Ich hatte auch so Haarroller, beziehungsweise ich glaube, ich habe die von meiner Oma gestohlen. Und die haben sich so in meinen Haaren verheddert, es ging nicht. Du konntest sie nicht rausmachen. Die haben ja diese kleinen Widerhaken und die fressen sich in deine Haare rein. Und du rollst die. Und ich weiß nicht, wie die Leute die so smooth immer rauskriegen. Das hat so weh getan. Ich hatte die Dinger überall, diese kleinen, blöden Rolldinger, die waren überall stuck in meinen Haaren. Okay, aber ihre sahen sehr gut aus. Was machen wir jetzt? Wir haben blond und schwarz. Nein. Das fand ich vorher besser, persönlich. Okay. Damn. Das sind dicke Haare. Das sind viele, viele, viele Haare. Oh, ich glaube, das ist das, was ich meine. Ich glaube, das ist das, wo du die so zusammen fused, die Pferdeschwänze. Obwohl, das ist auch nicht ganz das, was ich meine. Ich habe noch eine andere Version gesehen. Aber es ist ein bisschen besser, weil dann hast du nicht diese zwei random Pferdeschwänze. Okay, sie sagt, es war's. Ich färbe meine Haare nicht mehr. Ich bin fertig. Ich werde meine Haare nicht mehr färben. Okay, sie wird ihre Haare färben. Verstehe. Blau. Okay. Oh, sie hat gar nicht gezeigt, wie es geworden ist. Oh, sie macht blond. Guck, 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 guck. Oh, das ist richtig hübsch. Ich warte noch auf die eine Person, die ihre Haare full on platinblond färben möchte. Oder ist das kein Ding mehr? Okay, sie hat blaue Haare. Okay, was machen wir hier? Ansätze nachfärben? Ja, da ist das platinblond. Nein, sie macht's rot. Oh mein Gott, sie macht sich einen roten Pony. Oh, okay, okay. Wild. Wir stylen, wir machen Extensions rein. Oh, das sind keine schönen Extensions. Das ist clearly Plastik. Nein. No, kauf dir echte Extensions. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, die Plastikdinger sehen immer komisch aus. Echte Haare sehen halt einfach aus wie echte Haare. Und Plastik sieht halt aus wie Plastik. Und es sieht halt immer irgendwie komisch aus. Okay, wir machen Heatless Straight Hair. Oh, vielleicht wäre das was für mich. Wir machen da Plastik-Wrap rein. Und dann trocknen die gerade. Mhm. Ob ich das glauben kann. Okay, wir haben hier. Was passiert? Oh, sie macht einfach ihre blonden Strähnchen raus. Oh, sie macht sie dunkel. Das ist okay für mich. Gut, aber das sind alle Haartransformationen, die wir für heute haben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Wartet auf das Video nächstes Jahr, was wahrscheinlich kommen wird, weil ich weiß auch nicht, was es ist. Ich finde es irgendwie entspannt. Ich gucke die Dinger gerne. Ich habe das Gefühl, einmal im Jahr setze ich mich hin, gucke mir diese Haartransformationsvideos an. Ich bin zufrieden damit. Gut, das war's dann aber mit dem heutigen Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und schaut beim Merch vorbei. Erster Link in der Beschreibung. Tschüss!